Seit 25 Jahren kennt Sidney Sah nur einen Gegner, die ägyptische Tigermücke. Die breitet sich immer weiter aus, vor allem in Brasilien, und überträgt Krankheiten. Dengue etwa, Chikungunya und jetzt auch Zika. Die Zahl der Infektionen steigt dramatisch, die Weltgesundheitsbehörde ist alarmiert. Vor allem Wasserpfützen sind ein Problem, hier legen die Mücken ihre Eier ab. Beraten, ermahnen, aufklären. Werden es Sidney Sah und ihr Team schaffen, die Heimat mückensicherer zu machen? Also nochmal für alle, damit wir das nie vergessen. Wir sind hier, um unsere geliebte Stechmücke auszurotten. Also bitte, bitte nicht nur rein in die Häuser und Brutstätten vernichten, redet mit den Menschen. Das ist ein Krieg und wir müssen ihn gewinnen. Also auf in den Kampf. Einsatz für Sidney Sah und ihre Gruppe von der Epidemiebekämpfung. Im brasilianischen Bundesstaat Sergipe 70 Mitarbeiter unterwegs von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus. Seit Dezember, seitdem Zika die Schlagzeilen bestimmt, hilft auch das Militär. Auf Anweisung der Präsidentin. Jeder weggeworfene Joghurtbecher, jede Dose, eine mögliche Brutstätte der Mücke. Für uns ist das richtig gut. Die Soldaten haben Autorität und schützen unsere Leute, falls jemand mit unserem Besuch nicht einverstanden ist. Heute ist es der Außenbezirk einer Kleinstadt im Landesinneren. Kontrolle im Haus von Manuel Santos. Er hatte vor kurzem das schmerzhafte Chikungunya-Fieber, Überträger die Tigermücke. Oh mein Gott, wie sieht's denn hier aus? Das ist furchtbar, ganz schlimm. Hier gibt es wirklich alles, was die Tigermücke braucht, um zu gedeihen. Schau, eine offene Waschstelle. Und hier die Wassernäpfe der Hunde stehen auch einfach offen rum. Oh. Kommen Sie mal eben, bitteschön. Ich würde Ihnen gerne etwas zeigen. Sehen Sie die kleinen Dinger, die da rumzappeln? Das sind Larven der Tigermücke. Ganz genau. Und sehr bald werden daraus richtige Tigermücken. Klar? Und die wiederum übertragen Dengue, Chikungunya, das hatten Sie ja auch selbst, und das Zika-Virus. Gucken Sie mal, so leicht kann man die Eier der Mücke zerstören. Schauen Sie, ganz einfach. Sie sind hier, um uns bei Gesundheitsfragen zu helfen, nicht wahr? Wir brauchen aber vor allem Ihre Hilfe. Heute sind wir hier, aber morgen schon nicht mehr. Eigentlich mache ich das ja auch immer. Aber ich bin Witwer und ich wohne alleine. Was ich sagen will, manchmal ist dafür einfach keine Zeit. Unter Sidneys Aufsicht muss Manuel Santos beweisen, dass er selbst auch schrubben kann. Die Menschen kennen die Vorsichtsmaßnahmen, aber sie halten sich einfach nicht dran. Das ist wirklich ganz typisch. Das zu erleben ist Alltag. Weiter geht's, das nächste Haus, eine richtige Bruchbude. Hier ist ein richtiger Mückenkarneval im Gange. Das ganze Klo ist voll mit Larven. Ich würde wirklich gerne wissen, warum es Menschen gibt, die so leben wollen. Das ist fehlende Bildung, Erziehung. Das tut mir leid. Wenn wir in Brasilien nicht ganz schnell das Ruder rumreißen, dann wird sich an der Mückenplage nichts ändern. Preocupa bastante, 80% von Brasilien soll die Tigermücke bereits bevölkern. Viermal mehr als noch vor einem Jahrzehnt. Jeder einzelne Regentropfen, der hier fällt, kann die Tigermücke bringen. Also umdrehen.
Wie viele Kokosnüsse gibt es in Brasilien? Wie viele Hinterhöfe? Die Brutmöglichkeiten für die Mücke fast unendlich. Nie war Sidney Sars Job bei der Epidemiebekämpfung wichtiger. Einen guten Teil des Tages bin ich quasi mit dem Moskito verheiratet. Und einen großen Teil meines Lebens auch. Wie mein Sohn aufgewachsen ist, da habe ich viel verpasst. Heute ist er bereits ein junger Mann. Ich habe mein Leben der Tigermücke gewidmet, habe sie studiert und zu bekämpfen gelernt. Ein großes Problem beim Kampf? In der Region bleibt das Leitungswasser oft tagelang weg. Überall deshalb Wassertanks. Nicht abgedeckt, ein Paradies für die Tigermücke. Sidney Saar wiederholt ihre eigentlich einfache Botschaft auch beim Bewohner dieses Hauses. Die jahrelangen Aufklärungskampagnen und jetzt die Appelle gegen Zika, hier auf dem Land dringt das kaum durch. Wir brauchen wirklich Hilfe, etwas anderes. Wir brauchen neue Techniken, Innovationen. Das ist unausweichlich. Damit nicht noch mehr Babys mit diesem Problem geboren werden. Mikrozephalie, davon spricht mittlerweile die ganze Welt. Spezialsprechstunde im Krankenhaus der Landeshauptstadt Aracaju. Seit letztem Jahr hat sich die Anzahl der Säuglinge mit so kleinem Gehirn verfünfzigfacht. Die kleine Layani ist fast 4 Monate alt. Alles deutet darauf hin, dass ihre Mutter in der Schwangerschaft Zika hatte. Tests dafür gibt es in Sergipe bis heute nicht. Vier Stunden Fahrt ins Dorf der Eltern. Dayeni Santos und ihr Mann Joao, ein Landarbeiter, kommen seit der Geburt nur noch schlecht über die Runden. Die kleine Layani braucht rund um die Uhr Aufmerksamkeit. Es ist sehr viel Arbeit. Wir müssen immer wieder nach Aracaju fahren. Das letzte Mal kam ich so fertig zurück, dass ich nicht mal schlafen konnte. Alles tat weh. Sich um die Kleine zu kümmern, ist ein täglicher Kampf. Aber ihre Gesundheit ist uns das Wichtigste. Hier sind die Wasservorräte abgedeckt. So muss es sein. Schon lange vor meiner Schwangerschaft haben wir immer darauf geachtet, kein Wasser rumstehen zu lassen. Wir haben Angst. Angst vor den Mücken. Wenn ich eine sehe, dann töte ich sie sofort. Allerdings im Hof ein paar Meter entfernt. Müll, Flaschen, optimal für die Tigermücke. Das ist so nicht richtig, das weiß ich eigentlich. Und das müsste ich mal wegwerfen. Und das hier gehört umgedreht. Hilfe von der lokalen Gesundheitsstation gibt es kaum. Auch Sidney Saars Einsatzgruppe war hier draußen noch nie. Sergipe ist so groß wie Israel. Die Einsätze der 49-Jährigen deshalb eher Stichproben. Trotz täglicher Fahrten bis tief ins Hinterland. Seit 8 Jahren dabei ihr Fahrer Antonio. Er ist mein Gefährte in großen Schlachten gewesen, nicht wahr, mein Guter? Wir haben gemeinsam bereits eine große Dengue-Epidemie mitgemacht. Es ist ihr Charisma. Deswegen arbeiten wir alle so gerne mit ihr. Ankunft in der nächsten Kleinstadt. Die Soldaten für die Biologin wie immer eine willkommene Hilfe. Sind sie nicht hübsch? Alle einheitlich, so schön diszipliniert. Was will man mehr? In dieser Gemeinde mehr Licht als Schatten. Die lokalen Aufklärungskampagnen scheinen zu fruchten. Hier ist nur Beratung nötig, statt Erziehung. Die meisten Häuser mückensicher,
Auch dieses hier mit dem Aufkleber für alle sichtbar. Die letzte Station des Tages, der Hof einer Schwangeren. Als die Informationen über Mikrozephalie und Zika kamen, das war am Anfang der Schwangerschaft, oder? Ich war im vierten Monat, aber ich habe mir nicht allzu viele Sorgen gemacht. Die Krankenschwester hat mir viele Ängste genommen. Sie hat mir geraten, mich sofort mit Moskitomittel einzuschmieren. Aber bitte, die Vorsichtsmaßnahmen auch hier rund ums Haus müssen weitergehen. Du musst vorsichtig bleiben, gerade weil dein Sohn bald auf die Welt kommt. Für heute nichts auszusetzen. Ein gelungener Abschluss. Ciao, viu? Obrigada. Ciao, ciao. Doch dann eine dringende Nachricht vom Gesundheitsministerium. Oh mein Gott, jeden Tag gibt's was Neues. Das Zika-Virus soll möglicherweise auch von Mensch zu Mensch übertragbar sein. Ich bin wirklich erschrocken über die Neuigkeiten, die hier eintreffen. Ich möchte nicht groß drüber reden, aber ich kann euch sagen, es ist zum Fürchten. Eins bleibt aber in jedem Fall sicher, die Tigermücke ist Überträger Nummer 1. Deshalb Glückwünsche und danke für eure Arbeit. Macht's gut und bis nächste Woche dann. Nächste Woche wird Sidney Saar weitermachen und auf kleine Erfolge hoffen im fast aussichtslosen Kampf gegen die Mücke. Vou pegar a estrada. Vamos embora. Tchau, gente.